Pappen haben. Echt? Pappnasen? Ja. Pappnasen. Aber ich hab doch eine Fleischnase. Fährst mir ja auch nicht vor der Nase rum. Übrigens bin ich jetzt eine Stunde unterwegs mit der Fracht schon, ne? Ich hab zwischendurch einmal tauschen können. Ich hätte ganz gern für Eurotruck noch eine Mod, dass man mit PKWs dann bei seinem Firmenhof abstellen gibt muss. Es. Dann auf dem LKW weg. So, nee, das gibt's nicht. So in der Richtung. Gibt's nicht, aber PKWs gibt's. PKWs gibt's. Das macht sich der Multiplayer ja auch mal zunutze. Ja, ja, stimmt. Im Multiplayer soll es ja jetzt demnächst dann Polizei geben. Und ich habe festgestellt, ich habe jetzt Blaulicht. Ich kann Blaulicht einbauen. Ich versuche noch ein letztes Mal zu schlafen. Ja, ich darf schlafen. Ich darf schlafen auf dem Rasthof darf ich schlafen. Schön. Muss mal eben gucken. Meine Pause hatte ich jetzt. Ja. Gut. Noch 38 Stunden, bis ich da sein muss. Stunden brauche ich. 62 Kilometer habe ich noch. Knapp 1000 und drunter. 965. Willst du es heute noch schaffen? Oder hast du eine Fähre dazwischen? Ne, ich habe keine Fähre dazwischen. Oh, was ist hier los, ey? Da bremst der Sack einfach. Ah. Oh. Mann, ey. Ach ja, nur Assis auf der Straße. Gibt's auch mal. Nee, aber wisst ihr, bei Benz ist das Navi deutlich an der falschen Stelle. Könnte man glatt ein Dings-Video von machen. Bad Driving Skills, oder? Was heißt das denn? Hast du heute schon mal gesagt? Ja, mittlerweile kann ich zusammenschneiden. Ich hab genug dafür. Wähle ich mich nochmal durch. Road Rage heißt das. Ein Video werde ich nochmal zusammenschnippeln. Aus dem, was ich bis jetzt aufgenommen habe. Schön. Eurotruck. Du musst aber auch Road Ragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Verzögerungsstreifen sind noch ein bisschen kurz. Ein Kind fahrt auch vor. Noch ein.
Pech. Der Blitzer auf der Autobahn interessiert. Habe ich eigentlich gar nie nicht Probleme mit. Nee, Leute, da habe ich ja keinen Bock drauf. Na, was gibt's denn bei dir? Ah, ich habe jetzt automatisch einen Verein gemacht. Ach so. Weil ich gerade keinen Bock hatte, in die Ecke rückwärts reinzuzirkeln. Das ist heute, da bin ich heute nicht hin und lage für. Das ist mit dem Game Controller auch ein bisschen schwierig, oder? Das geht eigentlich. Aber nur wenn man gerade Bock hat und die Muse dazu. Ja, klar. Nur vernünftige Fahrer da. Ich guck gerade mal durch, ob ich irgendwo den großen See. So. Den Amisee irgendwo. Bis jetzt noch nicht. Oh, kommt von rechts ein LKW. Ah, denn so. Ich glaube, es soll eigentlich ein MAN sein. Ah, okay. Kaffee spielt Eurotruck. Sehr überraschend, ne? Ja. Boah. Wir hätten eigentlich, so wie der Truck hier steht, ordentlich Verstoß kriegen müssen. Hier bei Scania guck ich auch gleich mal rein. Hätte über die Haltelinie gerutscht. Na, verdammt Glück. Ja, das war mein kleiner Schlafsturz, aber das macht ja nichts. Bin ich zumindest. Ein kleiner was? Wieder Absturz. So. Nur klein. Ja. Voll voll. Okay, das war der zweite. Absturz?
Ja. Ich glaube, ich sollte die Mod-Reihenfolge mal ein bisschen ändern. Ja, das könnte man in solchen Fällen dann. Oder das erstmal 64-Bit starten. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Macht sich denn nicht, ja. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Tauben mit Spaß. Laut bei dir. Wie spät ist es eigentlich jetzt gerade? Real Life ist 8:45. Ah, okay. Weil der 21:08 sagt, das könnte schon passen. 2012 sagt mein vieles Telefon. 21. Nee, als letzter Autosave. So. Als letzter Autosave. Man kann das sein, dass die mittlerweile nee, die Zeit haben sie nicht umgepatcht. Ich wollte gerade sagen, weil bei mir ist Ingame gerade auch 21:12. Moment. Aber die Zeit läuft da doch ein bisschen. Ich suche mich mal. Landstraßenampeln sind. Also den Scania T-Modell kann ich mir schon mal basteln. Habe ich die Wegpunkte? Dachte das was? Was sagst du? Scania? D-Modell. Ja, das ist der mit Schnauze. Ja. Den kann ich jetzt fahren. Das ist doch schick. Auch noch was Vernünftiges. Hm? Auch noch was Vernünftiges. Ein LKW. Okay, bei einem hohen Fahrwerk schmeißt du mich raus. Also ich möchte mich jetzt mal bei meinen YouTube-Show entschuldigen dafür, dass es immer wieder so laut wird hier. Wie hatte ich denn das mit dem anderen? Also ich hatte jetzt ein paar mal Ladebildschirme, weil ich gerade mal die Mods durchbinden muss. Ja, klar. Das mache ich halt jetzt mal im Let's Play. Was soll's. Das ist der Witz. Let's fail. Audio. Was ist eigentlich? So, wir lassen mal das Standardkabinchen. Das ist mein längeres Fahrwerk, dann das Fahrwerk. Okay. Das Fahrwerk ist schon da. Auch? Okay, bei Short kackt er schon mal ab. Also den T-Modell kann ich schon mal nur mit dem Standardfahrwerk fahren. Erkenntnis. Ich versuche es gleich auch, oder? Standardfahrwerk reicht doch auch. Ja, klar. Ne? So schon zweimal. Sechs oder viermal sechs. Das höchste müsste ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Höchste Fahrwerk gibt's da. Höchste Fahrwerk.
4x6. Ich müsste noch gucken, welchen Motor ich verbauen darf. Okay, den Motor darf ich in 26 PS verkaufen. Verbauen. Geil. Ja? Als Rechtslenker gibt es den mit einem ganz großen Lenkrad, mit so einem, so amerikanisch von innen. Aber leider nur als Rechtslenker, den Linkslenker gibt es nicht mit dem Lenkrad. Leute, nicht wundern, ich fahre hier einmal über den Tankstellen hoch. Sachen, die ich am seltensten anfahre. Oh Gott. Die Autobahn komme ich dann eher mal. Weil ich jetzt eigentlich auch gerade eben im Tank, wo ich verbinden kann. Also ich bin ganz ehrlich, ne? Hau raus. So viele Möglichkeiten, wie es hier gibt. Ich glaube, ich muss mir den irgendwann mal holen. Ja, das glaubst du nicht. Ach doch, doch. Und die Lollipops kannst du einzeln anbringen. Lollipops? Ey, die Lollipops kannst du einzeln anbringen. Ja! Wir hatten es doch vor uns mit der Stoßstange, die du hier, diese so. Lollipops dran hast. Ja. Da hast du verschiedene zur Auswahl. Ah, und ich habe keine Stoßstange gefunden, die er nicht merkt. Deswegen sind Modifikationen einfach nichts für mich. Unsere Risiken sind einfach viel zu hoch. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ja gut, das ist halt so. Ich sag mal ganz ehrlich, ich muss jetzt einfach mal... Wir werden Folgendes machen. Wir werden... viele Mods zurücksetzen. Wir werden die Mods nach und nach wieder rausnehmen. Wir werden gucken. Das werde ich aber nicht in-game machen, natürlich. Ohne Aufnahmen machen. So, was war der andere, der abgekackt ist? Das war ein MAN. MAN. Ob es da gleich abkackt? Ja. MAN-Händler kann ich vergessen. Da komme ich nicht mehr ran. Okay, das heißt, ich muss sowieso irgendjemand raushauen. Aber nicht das. Gleich rechts. Ich hoffe, ihr habt damit jetzt kein Problem, dass ich gerade so ein bisschen am Rumspielen bin. Wenn doch, guckt es euch nicht an. Ganz stumpf. Nimm's Gewinn? Ja, genau. Das war ganz stumpf. Wenn es euch nicht gefällt, einfach nicht an. Los.